Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, zu Ehren der fünf Wunden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm, durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Offenbarungen zur Liebesflamme an Schwester Agnes. Die Liebesflamme ist die überflutende Gnade Gottes, welche er der Menschheit durch die Mutter Gottes gegen die Sündenflut gibt. Heiliger Erzengel Michael, 16.07.2000. Die heilige Jungfrau Maria, meine unbefleckte, schöne Tochter, erflehte als Miterlöserin der Menschheit von mir, dass die Liebe ihres Herzens, welche sich mit der Liebe meiner dreifaltigen einen Gottheit vereinigte, euer wirksames und mächtiges Mittel der Seelenrettung in der Endzeit sei. Die Liebe ihres unbefleckten Herzens vereinigte sich vollkommen mit der unendlichen Liebe der göttlichen Dreieinigkeit. Das ist die Liebesflamme. Bei der Menschwerdung, als das göttliche Wort in der heiligen Jungfrau Maria Fleisch angenommen hat, flammte zum ersten Mal im unbefleckten Herzen Mariens die Liebesflamme auf. Es ist mein heiliger Wille, dass die Liebesflamme die Welt, die ganze Menschheit vor der endgültigen Vernichtung, vor dem Verfall, vor den großen und verhängnisvollen Gefahren bewahre. Das Ziel ist die Förderung der Bekehrung der Menschen. Himmlischer Vater, 2. Februar 1999 und 2. Februar 2000. Die heilige Jungfrau, die Gottesmutter, erflehte als Miterlöserin, sich auf die Verdienste der heiligen Wunden Jesu und des kostbaren Blutes berufend. Vom ewigen Vater, die Liebesflamme, jenes Mittel, womit Satan und die teuflischen Kräfte ohnmächtig gemacht werden. Heiliger Erzengel Michael, 2. Februar 1999. Ich will, dass die Liebesflamme meines unbefleckten Herzens überall bekannt werde, so wie auch mein Name auf der ganzen Welt bekannt ist. Mutter Gottes, 19.10.1962. Das Gnadenwirken meiner Liebesflamme will ich über alle Völker und Nationen ausbreiten, auch über die Ungetauften. Mutter Gottes, 16.09.1963. Eine solche gewaltige Gnadenflut wie die jetzt lodernde Flamme der Liebe meines Herzens wurde euch noch niemals gegeben, seit das Wort Mensch geworden ist. Es liegt an euch, sie nicht abzuweisen. Mutter Gottes, 1.8.1962. Die unbefleckte Jungfrau hat dem Fatima versprochen, dass ihr unbeflecktes Herz triumphieren wird. Dieser Sieg wird
durch ihre Liebesflamme verwirklicht werden. Heiliger Erzengel Michael, 21.07.1993. Es ist Gottes heiliger Wille, dass ihr durch die Liebesflamme Sühne leistet, weil dies der heiligsten Dreifaltigkeit sehr wohlgefällig ist. Heiliger Erzengel Michael, 16.01.2001. Die Liebesflamme ist für all jene, die sie mit Glauben, Liebe und Vertrauen annehmen. Das Gnadenmittel, wodurch sie zahlreiche Seelen vor der Verdammnis retten können. Mit der Liebesflamme habe ich euch die wirksamste Art der Sühne geoffenbart. Mutter Gottes, 2. Februar 2000. Jesus am 2.2.1998. O meine Lieben, durch meine Blut erlöste Brüder und Schwestern. Kommt alle zu mir. Ich bin doch die Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens. Ich bin das bewunderungswürdige und das unendlich heilige Mysterium des unbefleckten Herzens meiner heiligen Mutter. Ich bin die überströmende Gnadenquelle ihres unbefleckten Herzens. Ich bin der, welcher die aus ihrem unbefleckten Herzen entströmende Gnadenwirkung fördert. Ich bin das Gnadengeschenk ihres unbefleckten Herzens. Ich bin die in ihrem unbefleckten Herzen erstrahlende Gnadenflut. Ich bin die höchste Güte ihres unbefleckten Herzens. Ich bin die Quelle der Seligkeit ihres unbefleckten Herzens. Ich bin die Liebesglut ihres unbefleckten Herzens. Ich bin die flammende Liebe ihres unbefleckten Herzens. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit, Amen. Maria mit dem Kindelied. Uns allen deinen Segen gib.